Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, lange ist es wieder her. Peugeot RCZ. Es geht weiter, hoffentlich. Ich weiß noch nicht zu diesem Zeitpunkt, ob das Video erfolgreich sein wird. Ich hatte doch dieses Problem mit den Scheinwerfern. Und da habe ich mir mal was besorgt. Ich zeige das erstmal eben ganz kurz. Da ist ja so ein harter Kleber und da hat mir leider keiner einen Tipp gegeben, außer in den Backofen reinzustecken. Aber mein Backofen ist einfach zu klein. Leute, ich weiß nicht, was für Backöfen ihr habt, aber so ein Scheinwerfer vom RCZ ist schon echt groß. Doppelt so groß wie mein Backofen. Ja, ich habe hier so ein Zeug, so eine Lösung, die soll tatsächlich für diesen harten Kleber geeignet sein. Ob es klappt oder nicht, seht ihr im Laufe dieses Videos. Und zum Ende des Videos wird es dann auch ein Ergebnis geben, wenn es denn funktioniert. Wie gesagt, ich weiß noch nicht. Wir fahren nach Hause zu mir. Ich habe da noch so 2, 3 Utensilien besorgt, damit ich das auch richtig verarbeiten kann. Und dann bin ich jetzt schon echt gespannt wie ein Flitzebogen, ne? Bis gleich. So, wie ich eben gerade schon gesagt habe, habe ich so ein bisschen was vorbereitet. Nicht nur diese Lösung, nämlich auch noch... Sekunde, ich zeige euch das mal so. Das ist doch viel schöner. Hier ist übrigens der Scheinwerfer. Schaut mal, dieser Tisch ist nicht klein, auch nicht groß, aber der Scheinwerfer ist schon recht riesig. So habt ihr mal eine Vorstellung, wie groß der eigentlich ist. Naja, was habe ich hier? Ich habe hier so eine Zange zum Spreizen des Scheinwerfers, um mit der Lösung da reinzukommen. Ich habe hier eine Einlegspritze und eine Nadel, um hinter das Ganze, entschuldigt bitte meine dreckigen Finger, das ist noch Restkleber von einer anderen Spielerei. Ja, hier, Spritze, Lösung und Einwegspritze. Und das soll dann im Grunde genommen hinter dieses, hinter diese Dichtung, Gummi, Klebe, also es ist richtig hart. Ich habe das ja schon in einem anderen Video erwähnt. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob es funktioniert, ehrlich gesagt. So. Bleibt dran, weil es wird spannend. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Ich kenne das sonst nur von anderen Scheinwerfern mit so weichem Kleber. Da kann man das relativ einfach öffnen, indem man ein bisschen mit einem Heißluftföhn oder mit einem normalen Föhn dran geht und den Scheinwerfer dann halt etwas auseinanderzieht. Aber hier ist es halt so ein bisschen tricky. So. Dafür wird das Ergebnis umso besser, weil wenn ich es aufbekomme, wird es wahrscheinlich einer der wenigen RCZ mit schwarzen Scheinwerfern als Vorfacelift sein. So Leute, wir machen das erstmal mit Ton. Ich ziehe hier jetzt die Flüssigkeit mal aus diesem Behälter auf. Ich bin kein Arzt, von daher, keine Ahnung, ey, zieht man das ohne die Nadel hoch oder mit der Nadel? Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt erstmal ohne. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Da ist auch keine Anleitung dabei gewesen. Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Kacke, wie macht man das denn? Ich hätte gar keinen blassen Schimmer. Ich sehe das schon kommen, dass ich mich sogar verletzen werde. Voll spitze. Stellt euch mal vor, diese Spritze hier. Ja, ich fange einfach mal an und hoffe... Na toll, das tropft ja schon. A few minutes later. Also jeder, der das benutzt, ich empfehle jedem, also ich lerne jetzt ein bisschen, man sollte erstmal die Luft hier rausholen, weil das hätte auch ins Auge gehen können. Ist es ein Glück nicht. Es hat aber ordentlich in mein Gesicht gespritzt. Jetzt weiß ich, warum die Ärzte auch immer erst die Luft rausdrücken. So, jetzt scheint es irgendwie zu funktionieren. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie tief die Spritze da irgendwie rein muss. Ich muss mir eine Schutzbrille anziehen, sonst wird das hier nichts. Ja, das ist im Hintergrund passiert. Mir ist der ganze Mist ausgelaufen. Ein bisschen ist noch drinne. Ich bin echt bedient gerade. Ja, ich mache nochmal off-camera und das wird, glaube ich, das beschissenste Video, was ich bis jetzt abgedreht habe. Ja, da bin ich wieder. Es wird jetzt mittlerweile dunkel. Ich habe wirklich alles versucht. Hier mit Kerze.
Nicht, weil ich auf Romantik machen wollte, sondern weil ich das Messer hier erhitzt habe und dann versucht habe, den Kleber irgendwie... Also mit dem richtigen Werkzeug sollte das funktionieren. Der Scheinwerfer ist ja in einem U-Profil quasi eingeklebt. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Messer hätte, was so, in so einem, mit so einem Haken wäre, dann könnte ich dahinter haken und den Kleber quasi hinter der Kante von dem Scheinwerferglas schneiden. Und damit könnte ich den Scheinwerfer dann anschließend entfernen. Aber ihr kennt mich ja. Ich bin wie immer ungeduldig und das war ein bisschen zu viel Ruhegewalt. Was soll ich euch sagen? Ja. Der Scheinwerfer ist jetzt kaputt. Jetzt brauche ich ein neues Glas. Und ja, da das Glas jetzt sowieso im A ist, werde ich nochmal ein paar andere Geschütze hochfahren und habe jetzt den Plan, dass ich hier entlang der Kante mit meinem Dremel, Sekunde, so, mit meinem Dremel hier ein bisschen von dem Kunststoff des Scheinwerfers was wegdremel rundherum, so dass der Scheibenkleber frei liegt und dann werde ich ihn versuchen vorsichtig aufzuschneiden. So, das ist jetzt der Plan. Das werde ich dann morgen in Angriff nehmen. Mal schauen, ob das klappt. Ich bin guter Dinge. Das Ding ist jetzt kaputt, also von daher kann man jetzt nicht mehr viel mehr kaputt machen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich schlafe jetzt gleich, beziehungsweise es wird gleich morgen sein. Heute bringt es nichts mehr anzufangen und wir sehen uns dann morgen in aller Frische wieder. Nächsten Tag. Neuer Tag, neues Glück. Haben wir einen zweiten Akku dabei? Das muss ich noch kurz kontrollieren. Das weiß ich nicht, das liegt in deiner Hand. Er liegt auch in meiner Hand. Sehr schön. So, also, wir haben jetzt Heißluftföhn. Übrigens, versuch mal bitte nicht die Umgebung zu filmen, weil das ist noch Part auf einem anderen Video. Okay, ich spoiler. Okay, Boss. So. Absolut gar nicht warm, aber das Gehäuse ist warm. Also, aber das bringt dir nichts. Nee, ist alles weich, guck mal. Anabolika-Server. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwas bringt, im Gegensatz zu gestern. Hier siehst du, wie das brutzelt. Ist ja noch so heiß. Vielleicht erklärst du das ganz kurz mit deinen eigenen Worten. Nein, ich erkläre gar nichts. Erzähl, Dr. Ja, warte. Also es sieht wohl so aus, als ob dieses Teufelszeug hier auf Hitze reagiert. Und das der Fehler gestern war, weil irgendwie löst sich das dann doch. Weil schaut mal hier, der Scheinwerfer sieht zwar jetzt katastrophal aus, aber... Aber aus irgendeinem Grund löst sich da etwas. Jetzt geht's auf. Ich sehe das schon kommen. Gleich. Mein Scheinwerfer. Ich lasse die Kamera mal laufen, ne? Vielleicht geht was kaputt, Leute. Wieder. Dann habt ihr was zu lachen. Oh! Den Jungs leider schon eine schlechte Bewertung gegeben, die mir das Zeug verkauft haben. Muss das, glaube ich, nochmal zurücknehmen. Also das ist ja gar nichts für mich. Ich habe schon Autos foliert, repariert. Aber das ist ja mal gar nichts für mich. Durch diesen angespannten Trizeps dann. Mein Gott, hör auf mit dem Mist. Er geht das extra für euch dreimal die Woche pumpen.
sollte ein informatives Video werden und nicht so ein Müll. Komm mal ein bisschen näher. ASMR. Das Knistern magst du, ne? Ja, das ist genau das richtige Geräusch. Oh yeah. Digga, pass auf mit der Nadel. Alarm! Hey Sever, warum geht das aber heute so gut? Weil du dabei bist. Ciao! Guck mal, wie er sich freut. Oh, das hat mich tief berührt. Seht ihr dieses Grinsen? Es ist ab. Es ist ab, es ist ab, es ist ab. Und eventuell kann ich das Glas noch mal benutzen. Ich muss mal schauen. Weil ist das nicht gerade voll? Na? Okay, alles gut. Das muss ab. Ja, alles gut. Ich dachte, das ist auch noch mal verklebt, aber das kannst du. Aber das ist das, was ich rausmachen muss, das, ne? Das einfach rausziehen. Okay, ja, das machen wir gleich. Also so sieht der Scheinwerfer von innen aus. Er ist unbeschädigt geblieben, der Scheinwerfer selber. Das muss ich mir überlegen. Also das hier lasse ich wahrscheinlich chrom, aber ich überlege es mir jetzt nochmal. Also ich muss jetzt im Endeffekt nur noch das hier abschrauben, was da drin ist. Und das, was da drin ist, sind keine Schrauben, ist nur geklipst. Jedenfalls, das muss raus. Und das ist das, was im Endeffekt dann in Farbe sein muss. Was ich hier mit den Teilen mache, weiß ich gerade noch nicht. Ich würde das so lassen. Ganz lassen? Ich glaube, ich würde das so lassen. Wenn das hier schon schwarz wird drin. Ja, ich guck mal. Ich schau mir mal an. Vielleicht mache ich das hier matt schwarz. Wir sehen das gleich, wir sehen das gleich. Ich mache jetzt erstmal weiter. Wir sehen uns dann im Endeffekt wieder, wenn alle Teile zerlegt sind und der zweite Scheinwerfer auch. Dann sehen wir uns wieder. Wenn Ihnen etwas schief gehen sollte, dann sehen wir uns vorher schon wieder. Ich glaube aber jetzt nicht mehr, weil wir haben ja hier Verstärkung, ne? Bis gleich. Ja, Kacke, da war gerade alles aus irgendeinem Grund gelöscht. Ich weiß nicht wieso. Ja, wir sind jetzt im Baumarkt und wir suchen uns hier ein paar Farben aus. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Die Idee mit Rot finde ich jetzt mittlerweile richtig beschissen. Er sagt gerade, wo sind deine Eier hin? Aber irgendwie fühle ich das dann doch nicht, wenn wir das rot machen. Weil mit so einem roten Ring in den Scheinwerfern wird das, glaube ich, ein bisschen zu verspielt aussehen, wenn ich mal das Auto verkaufe. Naja, wie auch immer, schaut mal. Das hier, darum geht es. Ihr braucht so einen hitzebeständigen Schutzlack, weil im Scheinwerfer entstehen auch einiges an Temperaturen. Digga, ich bin direkt am Mikrofon, man hört mich schon. So, was braucht ihr hier? Hitzebeständigen Schutzlack. 800 Grad. Da werden wahrscheinlich auch 300 Grad reichen. Den Ring machen wir übrigens glänzend schwarz. Da hoffe ich einfach mal, dass das dann halten wird. Und was halt auch ganz wichtig ist, eine passende Grundierung für das Ganze. So, wir suchen uns das mal eben ganz kurz raus, auch mit dem schwarzen Lack. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Leute, schaut mal, was ich hier gefunden habe. Das gute Mercedes-Benz 197 Obsidian Schwarz. So, also, check mal ganz kurz. Andersrum. Das ist unsere Ausbeute. Wir haben hier den hitzebeständigen Lack. Wir haben hier einen schwarzen Sprühlack und einen Klarlack. Ich weiß, dass man auf den Teilen ganz gut lackieren kann ohne Grundierung, aber wir brauchen trotzdem für den schwarzen Sprühlack am Ende einen Klarlack und wir brauchen was zum Schleifen. Hier, eigentlich braucht man so ein schönes, feines Schleifvlies, aber ich habe gerade gesehen, der ganze Spaß kostet 295 Euro für ein Stück. 2,95 Euro und ich zeige euch jetzt einen ultimativen Trick, den ich immer anwende, wenn ich Scheinwerfer lackiere. Kommt mal mit. Ganz schön hoch hier, ne? Ich habe ein bisschen Höhenangst. Sagt schon, was oh nein. Du, was willst du von mir? Er sagt schon, oh nein, ich ahne schon. Als ob er schon vorher wusste. Leute, hier, da steht sogar hier dran. Spartrick. Sparpack. Was genau. Ist los mit deinem Deutsch heute? Das hier hat im Grunde genommen denselben Effekt von dieser Seite hier wie ein Schleifvlies. Das funktioniert tatsächlich genauso. Davon kauft man sich so ein Dreierpaket und das sollte eigentlich reichen. Das ist jetzt leider das teure. Haben die auch irgendwo billige davon? Ja, guck mal. 1,95 Euro.
99. Ey, Leute. Ich muss euch hier was zeigen. Ja, 1,99 € für 3 Stück, aber da unten stimmt 1,95 €. Man kann auch den vom Bidet da nehmen. Aber ich sehe gerade, seht ihr das hier? Was das hier ist? Reinigungspad nennt sich das. Und kostet 1,95 €. Das war genau das gleiche, was wir da unten gerade hatten. Für. Ja, ihr wisst. Also womit sollen wir es machen? Ich habe sonst immer mit sowas hier gemacht, mit so Pads. Probieren wir doch mal was Neues. Sagst du das hier? Ja. Ich überlege mir das kurz. Nimm beides mit. Ja, stimmt, ich nehme beides mit und das, was nicht gut ist, das benutze ich für zu Hause. So machen wir das. So, liebe Freunde, also es geht weiter im Text. Heute, beziehungsweise jetzt, schleifen und lackieren wir den ganzen Kram. Und wie ich euch versprochen habe, zeige ich euch jetzt mal den ultimativen Trick mit den Schwämmen, weil das ist echt eine günstige Alternative. Bleibt einfach dran und schaut einfach, wie ihr günstig solche Sachen lackiert. Und hoffentlich mit einem vernünftigen Ergebnis. So, Friends. Also, ich mache das mal eben kurz und wir schauen mal, wie gut das wird. Und danach könnt ihr euch alles mal, soweit es geht, im Zeitraffer anschauen. Und hier gilt die Devise, je ordentlicher ihr die Vorarbeit macht, desto besser wird das Ergebnis. Ich meine, okay, es ist im Endeffekt im Scheinwerfer drin und man sieht nicht viel davon, wenn das Licht an ist. Aber trotzdem, fürs Gewissen würde ich immer so sauber es geht arbeiten. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert das wunderbar. Ne? Also das klappt richtig gut, das ist echt fein, es ist echt glatt. Und das könnt ihr ruhig so machen. Wer noch mal ein bisschen besser arbeiten möchte, der nimmt so ein bisschen Wasser auf den Schwamm. Und dann geht das hier noch ein bisschen besser. So, schaut euch das mal an, wie schön das geht mit Wasser. Oh mein Gott. Kann man schon fast unlackiert lassen, weil es schon schwarz ist. Aber wir wollen ja das Ganze hier an dieser Stelle glänzend schwarz haben. So, also. Ich mache das mal eben weiter. Ihr könnt so ein bisschen zugucken und dann sehen wir uns gleich zum Lackieren wieder. So Leute, so in etwa sollte das dann am Ende aussehen. Wie gesagt, je ordentlicher ihr arbeitet, desto besser bzw. desto leichter ist der Lackiervorgang am Ende. Und ich mache jetzt die anderen Teile, bevor es jetzt zum Lackieren geht und wir sehen uns dann gleich wieder. So, bis gleich. Also es geht weiter. Die Teile sind, wo sind denn die Teile? Die Teile sind jetzt alle abgeschliffen soweit. Das sieht auch super aus. Jetzt geht es, bevor es ans Lackieren geht, geht es übrigens ans Saubermachen. Ich mache das jetzt folgendermaßen, weil da sind super viele Ecken und Kanten. Ich mache erstmal so eine Vorreinigung mit Bremsenreiniger und danach wische ich es mit einem Mikrofasertuch und Silikonentferner ab. Also das kriegt ihr alles im Baumarkt, ist auch alles nicht ganz so teuer. Und dann lasse ich das einen kleinen Moment trocknen, hänge es auf und dann lackiere ich das. So als Zwischenschritt. Also nicht vergessen, gründlich sauber machen. Meine Lieben, ich muss euch hier noch einmal was zeigen. Und zwar dürft ihr natürlich zu jeglichen Hilfsmitteln greifen, wenn ihr keine Werkstatt habt, so wie ich jetzt. Ich habe mir so ein Druckluftspray besorgt, seht ihr das? Um hier in die Ecken und Kanten reinzukommen, weil da hat sich schon ein bisschen Dreck angesammelt von diesen Schwämmen und da kommt man so schlecht ran. Und so kann man jeglichen Schmutz quasi aus den letzten Ecken rausdichten. So, also ich habe mir das mal hier so präpariert. Für alle, die es nachmachen wollen, ein bisschen Panzertape. Sucht euch irgendeine Stelle, die nicht lackiert werden muss. Und an der könnt ihr das Ganze dann festkleben. Und dann kann das auch schon losgehen. Weil ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn man etwas hinlegt, und es ist jetzt nicht unbedingt eine Lackierkabine, sondern, keine Ahnung, irgendwo in der Garage. Dann wirbelt man dabei auf jeden Fall mehr Staub auf, als wenn man es aufhängt. Weil wenn drumherum nichts ist, dann kann man auch nicht viel aufwirbeln. So bietet es tatsächlich am Ende, so als Laie, das beste Ergebnis. Man muss natürlich darauf achten, es ist jetzt so ein bisschen über Kopf.
dass man da vernünftig überall reinlackiert. So Leute, so habe ich mir das jetzt präpariert. Ich habe das vorhin aufgehangen, aber dann habe ich gemerkt, okay, da sind so viele Ecken und Kanten dran. Die sehe ich dann über Kopf nicht. Aus dem Grund habe ich es jetzt hingelegt. Habe mir das so ein bisschen wie präpariert, dass ich so wenig Staub wie möglich aufwirbel. Mal schauen, ob das funktioniert. Und so kann man auf jeden Fall arbeiten. So, wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die Dose immer gut schüttelt. Ich sag schon mal vorneweg ein paar Sachen. Man muss sehr vorsichtig arbeiten. Nicht sofort decken, sondern erstmal eine Schicht einfach nur als Vorlack, sage ich mal. Und erst ab der zweiten Schicht könnt ihr dann versuchen, deckend zu arbeiten, sonst habt ihr Läufer drin. So, und zwischen den einzelnen Schichten immer so 10, 20 Minuten auslüften lassen. Ich weiß jetzt nicht, was hier steht. Aber hier steht nicht drauf, wie lange. Ich würde aber mal sagen, 10, 20 Minuten ungefähr ablüften lassen. Ich mache das jetzt so in der Zwischenzeit, wo das hier anfängt zu trocknen, die erste Schicht, mache ich die Ringe in schwarz glänzend in der Zeit und dann habe ich auch was zu tun dazwischen. So, jetzt haben wir hier die erste Schicht. Das Zeug deckt wunderbar, auch auf dem Chrom. Und falls sich irgendjemand fragt, warum ich hier matt schwarz gewählt habe und nicht glänzend schwarz, ich habe ganz, ganz viele Smart-Scheinwerfer in der Vergangenheit lackiert. Und glänzend schwarz sieht tatsächlich auf Dauer ein bisschen billig aus. Deswegen habe ich mich für matt schwarz entschieden, weil das wirkt noch ein bisschen mehr als Kontrast, weil das Auto ist ja auch glänzend schwarz. Von daher wird das hier wahrscheinlich in meinem Auge für mich längerfristig schön aussehen. Das war jetzt die Überlegung dahinter. So, ich mache jetzt mit den anderen Teilen weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Teile habe ich jetzt auch schon, die erste Schicht mit dem glänzenden Lack übersprüht. Das erfordert ein bisschen mehr Genauigkeit. Ich hoffe, ich habe hier nicht zu viel drauf gesprüht, aber ich glaube, das passt soweit. Ja, jetzt widmen wir uns mal den Teilen zur zweiten Schicht und dann geht es gleich auch schon in den Endspurt. Klarlack habe ich hier auch bereitgestellt für die glänzenden Teile, weil die benötigen Klarlack, dieser hier nicht. Aus dem Grund wird es da bei den Teilen noch einen kleinen Tick aufwendiger. Aber das wird schon. So, ich habe heute sehr, sehr viel so gesagt. Ich denke, dass das ganz gut aussieht. Ich habe hier jetzt zwei Schichten drauf gemacht. Vielleicht mache ich noch so ein bisschen eine dritte Schicht drauf. Um das Ganze noch ein bisschen mehr deckend zu machen. Aber es ist eigentlich schon so gut wie fertig. Und es trocknet jetzt. Und die anderen Teile brauchen tatsächlich noch eine dritte Schicht, habe ich gemerkt, die glänzenden Teile. Aber das ist ja kein Problem, in der Dose ist genug drin für die zwei kleinen Teile. Also so im Großen und Ganzen sieht das schon ganz super aus. Oder was sagt ihr? Ich freue mich schon auf den Zusammenbau. Aber ich lasse das jetzt noch einen Tag trocknen, damit es auch hundertprozentig trocken ist. Und danach bauen wir die dann zusammen. Es geht weiter im Text. Also, ich habe natürlich schon vorher geluschert und es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Also es hat sich gelohnt. Ich bin über das Mattschwarz noch ein bisschen glücklicher als über das glänzende Schwarz. Aber ich will jetzt mal gucken, wie das in Kombination aussieht. Ich setze das mal eben kurz zusammen. Also ich klebe es noch nicht zusammen, aber ich setze es kurz zusammen und dann zeige ich euch das nochmal. Was geht hier ab? Also, ich hatte tatsächlich bei Instagram schon ein Bild gezeigt, wie das aussieht. Aber jetzt nochmal in live hier auf der Kamera. Ich finde es super. Also gerade mit dem glänzenden Schwarz finde ich das doch ganz geil in der Kombination. Finde ich super. Ich bin zufrieden. Ich baue sie jetzt zusammen. Da braucht ihr jetzt nicht wirklich groß was sehen. Ich werde Scheibenkleber benutzen und die wieder neu einkleben. Aber ich zeige das vielleicht gleich noch ein bisschen. Was ich hinterher noch machen werde, das werde ich aber erst im Auto machen. Hier schaut mal. Die Scheinwerfergläser sind halt nicht mehr die schönsten. Das werde ich vielleicht noch ein bisschen machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, geht es jetzt an den Zusammenbau und dann sehen wir uns gleich wieder. Bevor ich es vergesse, ihr solltet, bevor ihr die Scheiben wieder einklebt, also die Gläser, solltet ihr das, was da an, also zumindest bei dieser Version,
Es gibt auch noch Scheinwerfer, wo der Kleber, der drin ist, nicht hart ist, sondern weich. Da solltet ihr das Material nicht abtragen, aber in diesem Fall trage ich das halt ab, weil sonst hat man das Problem, wenn man das wieder zusammenkleben möchte, dass dort einfach nicht genug Luft ist, sage ich mal, durch das ganze Material, dass es nicht richtig reingeht. Aus dem Grund schneide ich hier so viel Material wie möglich weg, damit es gewährleistet ist, dass beim Zusammenkleben diese Gläser wieder ordentlich reingehen und an jeder Stelle auch die gleiche Menge Kleber vorhanden ist. Aber wie gesagt, bei Scheinwerfern, wo der Kleber weich ist, den man warm machen konnte, der dann flüssig geworden ist, da muss man das nicht machen. Einfach so viel Material wie möglich drauf lassen, warm machen den Mist und dann wieder zusammenkleben. Aber hier nutzen wir halt gleich Scheibenkleber und da brauchen wir eine halbwegs vernünftige Basis, sage ich jetzt mal. Leute, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wird es ernst. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Was kann man noch sagen? Ich fresse einen Besen oder was hast du? Wenn das klopft, fresse ich einen Besen, ja. Das muss so sein. So, was haben wir hier drin? Weiß ich gar nicht. Irgendwas zum Schutz benutzen wir nie. Leute, noch ein paar Sachen so als Randinfo für euch, damit ihr euch nicht so dumm anstellt wie ich. Hier muss ein Loch rein. Die Kartusche ist oft hinten verschlossen. Das ist mir auch schon oft passiert. Da habe ich das Ding hier drin gelassen. Da kam natürlich nichts raus. Da könnt ihr drücken, wie ihr wollt. Da passiert gar nichts. So, kommt die Kartusche hier. Die Kartusche ist drin. Dann macht man hier zack. Dann wischt man sich noch vorher die Hände ab. Übrigens, dieses Zeug, Leute, das geht nie wieder von den Händen ab. Also das dauert eine Woche. Ich gucke das erste Mal in diese Tüte hier rein. Was ist das? Oh Bruder, ey, das sind wirklich Handschuhe. Oh mein Gott. Das habe ich mir echt gewünscht heute. Ey, das ist auch echt nötig. Zieht die an, auch wenn das unbequem ist. Diesen Mist kriegt ihr niemals von den Händen. Das dauert eine halbe Ewigkeit. So, wir nehmen hier die kleinstmögliche Größe, weil wir brauchen tatsächlich nicht so. Das ist doch hier zum Mäusemelken. Komm weiter. Ja, chill. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dieser Pistole. Wie lange soll ich da machen? Digga, die geht immer zurück. Ja, Leute, ob das was wird? Das wird gar nicht so. Aller Liebe, das habe ich mir gerade ein bisschen anders vorgestellt. Wir unterbrechen die folgende Sendung für eine kurze Werbeunterbrechung. Das repariert, Carglass tauscht aus. Das sieht vielleicht aus wie Fliegenscheißer, aber für uns ist das Geld. Alles für die Klicks, alles für die Mio. Wir haben es hinbekommen. Mehr oder weniger, hier fehlt noch ein bisschen was. Ist jetzt nicht, also es wird jetzt optisch keinen, wie nennt sich das, kein Preis gewinnen. Aber ich denke, es wird funktionieren. Ich empfehle euch, eine elektrische Pistole zu nehmen, weil mit der unelektrischen ist das tatsächlich. Aber ich sag mal so, früher hat das ja auch geklappt. Also warum soll es jetzt nicht auch klappen? So, wir setzen jetzt das Glas ein. Da sehen wir uns gleich wieder, weil da brauche ich die helfende Hand von meinem Assistenten. So, natürlich hat das mit den Handschuhen richtig gut gehalten. Ne? Eingesaugt. Das war doch klar hier. Das ohne Verletzen, ohne Kleckern geht gar nichts. So Leute, ich habe hier extra so eine Klemme besorgt. Würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, weil Klebeband neigt ja schon dazu, dass es so ein bisschen federt. Aus dem Grund habe ich mir so eine Klemme besorgt. Und damit klemmen wir jetzt den Scheinwerfer an ein paar Punkten fest. Hier sind 3 Stück dran, dann kommen hier 4 Stück dran. Dann hat jeder der Scheinwerfer 4 Stück und dann ist das gut so. Ja, die Dinger sind eingesackt. Jetzt ist er eingerastet. Herzlich willkommen erneut in meinen Katakomben hier. Eventuell bald das letzte Mal, weil da gibt es vielleicht ein paar Erneuerungen. Aha, das heißt? Das heißt gar nichts. Dürfen wir gespannt sein? Wir wollen nicht zu viel spoilern. Was machen wir jetzt? Wir bauen jetzt kurz die Scheinwerfer ein.
Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wer wissen möchte, wie man die Scheinwerfer ausbaut, guckt sich folgendes Video an. Ich blende das mal ein. Da habe ich nämlich die Scheinwerfer ausgebaut. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Einbau geht dann in umgekehrter Reihenfolge. Ich gucke mir das Video jetzt auch nämlich an, weil ich habe schon vergessen, wie ich sie ausgebaut habe. Wir sehen uns dann gleich im eingebauten Zustand. Und dann müssen wir das Auto auch hier wieder rausbekommen. Bis gleich. Wir haben ja ganz vergessen, wir haben ja die Halter kaputt gemacht. Wir? Beim Ausbau. Nee, du warst nicht dabei. Ja, ich glaube, ich war ganz alleine. Ja. Ja, aber das machen wir off-camera, weil ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, was ich hier mache. Also wir machen das hier mit dem sogenannten Plastikschweißverfahren. Ne? Da bin ich schon etwas geübt drinne. Dann werden wir gleich in Form eines Kabelbinders Material hinzufügen. Du bist begeistert von der Lampe, ne? Die Lampe ist geil, ja. Zeig mal, was die drauf hat. Ja, wenn man das sehen kann. Oh Gott. Also ich habe dich noch nie mit dem Lötkolben... Ich habe dich noch nie mit dem Lötkolben löten sehen. Kann man damit überhaupt löten? Also, ich weiß nicht. Ich kann es nicht. Ich glaube, das nur zum Plastikschweißen, ne? Ich benutze es nur dafür. So. Okay. Jetzt haben wir schon wieder so viel nebenbei gezeigt und eigentlich sollte der Scheinwerfer nur eingebaut werden. Tja. So viel, wer ist das? Content kriegt ihr hier. Lasst mal ein Abo da. Macht mal einen Daumen hoch. Kostet nichts, ne? Kostet nichts. For free. This is for free. Ihr seht hier den besten Content. Also richtig hochwertig. Tamam. Lernt ihr zu mogeln. Boah, Digga, der ist richtig gut. Boah, Mensch. Kannst du das nochmal sagen? Begeistert von dir selber, ne? So Leute, wir sind hier jetzt auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich wollte euch das Endergebnis mal zeigen im Hellen, weil es ist gestern schon sehr dunkel geworden. Ja, also ihr könnt ein bisschen erkennen, dass ich hier noch die Scheinwerfer ein bisschen aufarbeiten muss. Da hat jemand gerade nach Osman gesucht. Osman! Ja, es sieht auf jeden Fall richtig klasse aus. Ich bin begeistert. Das Auto hat einen völlig anderen Touch dadurch bekommen. Ist total böse jetzt. Und ja, das macht das Auto noch viel, viel interessanter. Und was soll ich euch sagen? Ich bin schon echt gespannt, weiterzumachen damit. Der wird jetzt demnächst ein bisschen tiefer gelegt. Da kommt noch die Verspoilerung ran. Hinten kommt noch so ein Heckspoiler drauf, weil... ich finde das so ein bisschen nackt da hinten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, hoch, runter, wie ihr wollt. Und macht gerne ein Abo. Es kostet euch nichts und hilft dem Kanal zu wachsen. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein!